Tja. Schweres Thema in so einem leichten Spiel. Das Fahrrad steht immer noch da. Tja, hier ist das Sünderfest schon vorbei. Giano, es tut mir wirklich leid, dass wir mal waren. Nee, ich kann das noch nicht. Der Marktplatz, wo das Fest stattfand. Jetzt ein heißer Kaffee oder Tee wäre ganz toll. Ein schöner Ausblick. Den Bergen würden wir jetzt nicht reden. Ich würde das zugefroren. Ich spüre eine dunkle Wolke über dir, kleiner Sprüngling. Es gab einen Todesfall bei euch, nicht wahr? Das ist nie schön, das ist klar. Aber der Fluss des Lebens fließt unerbitterlich. Lass dich mit ihm treiben. Wir alle werden mal ins große Meer der Ewigkeit geschwemmt. Wahre Worte. Morgen, na, schönes Wochenende gehabt. Was siehst du denn für eine Schnute? Morgen, Ingrid. Ich bin nicht so gut drauf. Ist es wegen der die Kälmer? Tut mir leid, Kleiner, wirklich. Ich mochte die alte Dame auch. Ich hätte gehofft, dass ich nach dem Wochenende ein bisschen besser drauf bin. Naja, du bist halt ein empathischer Typ. Lass aber nicht zu, dass das zu einem Problem für dich wird. Der Tod ist Teil unseres Berufs. Versuch dich zu konzentrieren. Es gibt genug lebende Leute hier, denen du helfen musst. Auch wenn ich verstehe, dass einem der die erste tote Person länger hinterherhängt. Ja, vielleicht haben sie recht. Ich werde mich konzentrieren und mir Mühe geben. Richtig so. Weiter geht's. The show must go on. Ein dummer Spruch eigentlich, aber so wahr. Das Leben geht weiter.
Finny, ich habe heute Morgen gehört, was passiert ist. Willst du sprechen? Wollen wir einen Kaffee trinken oder so? Nein, ich möchte erstmal meine Arbeit erledigen. Klar, wenn du später reden willst, sag gerne Bescheid, okay? Guten Morgen, Finny. Wie geht's Ihnen? Ganz okay, denke ich. Die Patientin ist gestorben. Ihre Patientin. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen der Tod von Irma noch etwas nachhängt. Zeigen Sie bitte trotzdem Leistung. Sowas darf unsere Arbeit nicht beeinflussen. Verstanden. Wird gemacht. Sie kennen ja das Spiel. Wir sprechen nochmal nach Ihrer Behandlung. Nach Ihren Behandlungen. Und machen Sie das Beste aus dem Tag, Finny. Viel Erfolg. Ach so, noch was. Irma ist an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Sie war alt. Ihr Immunsystem hat einfach alles durchgelassen. Eine Weile blieb sie stabil. Ihr Zustand verschlimmert sich jedoch während ihres Aufenthalts hier. Manchmal kann so etwas passieren. Der Vorfall war mit dem Wasserschaden in ihrem Zimmer. Bevor wir mit dem Wasserschaden in ihrem Zimmer hat sich ja auch nicht gerade geholfen. Was ich Ihnen sagen will, Sie haben nichts falsch gemacht. Das habe ich auch im Bericht angemerkt. Ich habe Ihnen Irma zur Behandlung übergeben. Und das war die richtige Entscheidung. Davon bin ich überzeugt. Ach, danke. Oh je. Ein Kind. Spiel wird jetzt nicht gemeingefährlich. Du musst Emma sein, oder? Ja. Die Emma Erdbeerjoghurt, richtig? Nein. Ich bin die Emma Schmidt. Ach so, stimmt ja. Das steht hier auch. Da habe ich mich wohl verlesen. Wie geht es dir denn, Emma Schmidt? Ich habe Heimweh. Und Bauchweh auch. Du hast doch ein paar Tabletten bekommen, oder? Und es ist noch nicht besser? Nein. Dann wollen wir uns mal genauer anschauen, was dein Bauch hat. Oh je, das Spiel. Okay, Baum. Blut vielleicht. Hand und Knochen. Der Kopf vielleicht. Oha. 1, 2, 3, 4 an der richtigen, 4 drin und 1 an der richtigen Stelle. Okay, ist ja großartig. Das Hirn vielleicht direkt danach. Davor. Muss der Magen an andere Stelle. Da kommt Blut hin und die Hand kommt hier hin. Okay. Magen ist schon richtig, Kopf ist auch richtig. Dann ist hier Blut, dann hier der Kopf. Das Hirn. Oh ne, das Hirn muss hier hin. Und die Hand muss hier hin. Alles richtig. Dritter Versuch. Großartig. Behandlung abgeschlossen. Das muss ja wohl ein A oder ein S sein. Ich glaube, deine Schmerzen kommen von deiner Nahrungsmittelallergie. Ich habe gelesen, dass du bestimmte Sachen nicht essen darfst. Stimmt das? Schon. Passt du da auch auf, was du isst? Schon, aber... Was denn, Emma? Also, Gerd hat gesagt, dass man nach dem Winterschlaf so viele Nüsse essen darf, wie man will. Ist das deine Mutter? Nein, Mama heißt Mama. Und ist doch verreist. Aber wer ist denn Gerda? Gerda Genießbrei. Die besucht immer wegen...
Die besuche ich immer, wenn ich Heimweh habe. Ich kann auch nicht mehr lesen. Lese mal Kleinkind vor, dann verlerne ich das Lesen. Die ist doch Doktor, wie du. Moment mal, meinst du Dr. Niesdorf? Ja. Tust du mir einen Gefallen, immer? Okay. Bitte isst jetzt keine Nüsse mehr. Dein Bauch verträgt leider keine Nüsse. Auch nicht nach dem Winterschlaffest. Och, das ist gemein, ich weiß. Dein Bauchweh ist auch gemein, oder? Ja. Und wir überlegen uns schöne Dinge, die du uns den Bauch essen können. Ja, na gut. Och, das war doch mal schön. Das war doch mal süß. Die Kleine. Morgen, Finny. Irmas Bett war leer heute Morgen. Sorry. Mensamer Schnupfen. Ich dachte mir schon, dass sie es nicht geschafft hat. Tut mir leid, wenn ich frage. Aber das war sicher dein erster Todesfall, oder? Oh Mann. Versuch darüber hinwegzukommen. Je schneller du dich daran gewöhnst, desto besser. Ich korrigiere, sie hat es geschafft. Nicht, sie hat es nicht geschafft. Hat sie selbst gesagt. Sie hat es geschafft. So muss man sehen. Sie hat ein glückliches und erfolgreiches, ein erfülltes Leben. Und sie hat das Endlevel geschafft. So kann man das auch sehen. Sie den Endboss besiegt. Und dann war Game Over. Guten Morgen, Frau Van Gern. Ist es schon soweit? Ihre Kollegin sagt, sie würden mich heute noch mal durchchecken. Wenn sie das sagt, wird es schon stimmen. Wollen wir damit loslegen, sind wir sicher nach Hause. Oha. Viermal steht dort, viermal Tabletten. Habe ich gar nicht drauf geachtet bisher. Hat wahrscheinlich immer zu viel gegeben. Okay, blau müssen wir eigentlich gar nichts machen. Orange muss plus werden. Ob wir es mit vier Tabletten schaffen? So würde ich es machen. Jetzt zwar mehr als vier Tabletten, aber es reicht auch. Vier Tabletten, großartig. Sieht alles richtig aus. Bindung abgeschlossen. Ah. Yep. Ich sehe eine deutliche Verbesserung. Wissen Sie was? Mir geht es heute tatsächlich echt besser. So gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe das Gefühl, meine Umgebung wieder richtig wahrzunehmen. Dann scheinen die Medikamente ja ihren Job gemacht zu haben. Ja. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Ich konnte noch mal mit Dr. Gutierrez reden. Und es war, als würde er mir eine Mauer einreißen. Als würde alles, was ich bisher für wichtig hielt, in einem anderen Licht erscheinen. Ich habe mir vorgenommen, mein Leben grundlegend zu ändern. Ich will nicht nochmal hier enden. Ich will mich auf andere Dinge konzentrieren können. Und nicht für meinen Job leben. Ich habe heute Morgen meine Chefin angerufen und 4 Wochen Urlaub beantragt. Das ist super. Ich sah das anders, hat mir sofort mit einer Kündigung gedroht. Oh, tut mir leid. Muss es nicht. Ich bin die Insel. Ich bin das Meer. Und vielleicht arbeitslos. Aber es ist mir komplett egal. Das ist toll. Ich werde meine Übungen machen und mehr auf mein Herz hören. Danke, dass Sie mir geholfen haben.
Ich werde auch Dr. Gutterer noch mal danken, bevor ich gehe. Haben Sie noch einen schönen Tag und passen Sie auf sich auf. Ah, da kommt mein Lieblings. Mein Lieblingspatient. Dr. Allwissend. Ne, das ist ein YouTuber. Das hier ist eine Eule. Nun, Frau Kollegin, wie schätzen Sie Ihre gesundheitliche Situation ein? Entzugserscheinungen abnehmend, Schmerzen ebenso. Gut. Stimmen Sie einer Untersuchung zu? Dafür bin ich hier. Na dann. Oh je. Peel. Nee. War doch nicht sowas. Nicht schlecht. B. Ja, aber gerade so, das war fast ein A. Wir werden Ihre Vitamin B1 und Energiezufuhr weiter erhöhen. Ihre Leber ist auf dem Weg der Besserung. Was reden Sie da? Schwachsinn, die Leber ist hin. Die Werte sind eindeutig. Meinen Sie wirklich? Sind gerade noch rechtzeitig zu uns gekommen. Sie können sich sehr gerne selbst davon überzeugen. Für ein paar Tage werden wir Sie noch zur Beobachtung hier behalten müssen. Wenn Sie wieder weiterleben wollen, dann verzichten Sie auf Alkohol. Für immer. Hart und ehrlich. Es gefällt mir. Vielleicht wird aus Ihnen doch noch etwas in ferner Zukunft. Was ich tue oder nicht, geht sich rein gar nichts an. Verstanden. Ich habe Ihnen meine ärztliche Einschätzung mitgeteilt. Was Sie damit machen, ist allein Ihnen überlassen. Ach, lieber Zirrhose-Patienten, die weiter saufen. Das ist auch großartig. Lieber Patienten, die weiter saufen. Und Diabetes-Patienten, die weiter Süßigkeiten essen. Und es erledigt. Gap. Sie haben heute länger gebraucht, aber ich drücke aufgrund der Umstände heute noch ein Auge zu. Lassen Sie mal sehen. Die Leistung war doch heute super. Also super nicht, aber war gut. Was haben Sie heute für mich? Ich habe gar nichts für Sie. Dr. Thierbold hat nach Ihnen gefragt. Ach wirklich? Wieso? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er hat mich jedoch gebeten, Sie für den Rest des Tages freizustellen. Das gefällt mir zwar nicht, aber ich habe zugesagt. Nun scheint es wohl etwas Wichtiges zu sein. Meinen Sie, ich soll in sein Büro kommen? Das können Sie meinetwegen tun, aber Sie werden ihn dort nicht finden. Woher wissen Sie das? Weil er sich gerade in unserem Pausenraum gemütlich gemacht hat. Oh, seltsam. So ist er eben. Dann gehe ich mal dort vorbei. Wie Sie wünschen. Tag mir. Hallöchen. Was gibt's denn? Finny, da sind Sie ja. Danke, dass Sie gekommen sind. Klar, Dr. Thierbold, was kann ich für Sie tun? Nichts, nichts. Ich wollte aber mit Ihnen reden. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Sie haben in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet. Naja, hervorragend. Danke. Würden Sie mich deswegen sprechen? Keineswegs. Ich habe natürlich ebenfalls von Irma die Kalmers ablehnen gehört. Eine Tragödie, definitiv. Auch mir war Irma sehr bekannt und ich habe sie sehr gemocht. Sie wird mir genauso fehlen wie der gesamten Stadt. Doch sie haben sie behandelt und auf ihren letzten Tag begleitet. Ist immer ihr erster Todesfall?
Ja. Es tut mir leid. Es ist nicht selten, dass man den ersten Todesfall nicht aus dem Kopf bekommt. Auch ich kann mich an meinen sehr gut erinnern. Ich denke, ich weiß, was Sie meinen. Ich denke noch sehr viel an Frau Kalmer. Passen Sie nur auf, dass diese Gedanken Sie nicht beeinflussen. Sie haben schließlich weiterhin Personen, die auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Wären Sie nicht unaufmerksam. Heute Nachmittag ist Irmas Trauerfeier. Sie findet im Gilbert statt. Giuliano richtet die meisten Trauerfeiern aus. Diese hier wird Ihnen sicherlich schwerfallen. Sie sollten hingehen. Glauben Sie mir, danach wird es Ihnen besser gehen. Kann ich das denn tun? Sie sind für den Rest des Tages entschuldigt. Und ich bin sicher, Frau Di Kalmer hätte Sie ebenfalls eingeladen. Okay, ich gehe hin. Danke Ihnen, Dr. Theobald. Nichts dafür von mir. Grüßen Sie die alte Dame von mir. Wir sehen uns morgen wieder. Grüßen Sie die alte Irma von mir. In Ordnung. Und richten Sie Giuliano bitte ebenfalls mein Beileid aus. Wird gemacht. Obwohl ich Trauerfeiern eigentlich nicht leiden kann. Meine Bekanntschaft und Verwandtschaft bei meinem Todesdorf nicht noch ein paar Jahre dauert. Ein paar viele Jahre dauert. Eine Trauerfeier schmeißt, dann steige ich aus dem Grab zurück und beende das. Auf meinem Grab wird getanzt. Mach's gut, Kleiner. Und rutsch nicht auf dem Schnee aus. Ich habe mir heute Morgen schon einen Wirbel gezerrt. Ich hasse Trauerfeiern. Ich wollte mal diesen Weg dort gehen. Durch den Park. Nehmen wir mal den schönen Weg durch den Park. Ja, ich habe da eine ziemlich... Oh, die Bühne. Es ist ein Grau hier in der Nacht. Trotzdem schön. Ich habe eine ziemlich andere Einstellung als die meisten vielleicht. Zu Trauerfeiern und zu Tod und so. Wie ich schon gesagt habe, ich eben gerade schon. Das ist da. So muss man sehen, sie hat es geschafft. Endlevel. Sie hat das Spiel das Leben erfolgreich. Spielt das Spiel des Lebens. Nicht das Brettspiel, das ist grausam. Das ist ein schlechtes Spiel. Das echte Spiel des Lebens. Hat sie durchgespielt. Game over. Erfolgreich durchgespielt. Das letzte Level geschafft. Ich
finde, das ist ein Bild, mit dem man einfach, mit dem, das ist ein glückliches Bild, das ist ein schönes Bild, mit dem man, man soll nicht sagen, sie hat es nicht geschafft, sie ist abgenippelt, sie ist, das ist aus und vorbei. Nee, nicht aus und vorbei. Eben nicht. Es geht, es ist da. Das Leben geht für alle anderen weiter und sie. Sie spielt ein anderes Spiel weiter. Welches es sein wird, wissen wir auch nicht. Oh, hallo. Wen wisst ihr nicht? Dann setzen wir mal unsere Nachtspaziergang fort. Und wir gehen hier wieder einen Umweg. Ich muss den schöneren Weg nehmen. So, auf in die Stadt. Da wird die Blumenladenverkäuferin eine neue Puppe für den Wald machen müssen. Sie sind ja auch hier, mein junger Freund. Schön, Sie zu sehen. Da zeigt sich mal wieder die Achterbahn des Lebens. Vor ein paar Tagen haben wir uns versammelt, um zu feiern. Heute haben wir uns versammelt, um zu weinen. Bring ich doch. Finny. Hey Giano, es tut mir so leid. Ich hätte gern mehr. Finny. Schon okay. Danke, dass du gekommen bist. Wir kennen uns noch nicht lange, aber das ist mir eine Menge wert. Bitte fühl dich wie zu Hause. Es gibt Essen und Drinks. Nimm gerne Platz. Fühl dich. Fühl dich wie immer wie zu Hause. Kann ich wirklich nichts für dich tun? Wenn ich es mir recht überlege, da wäre tatsächlich eine Sache. Das, was du willst, was gibt's? Aber ein Kollege von dir ist auch hier. Er war nur kurz da. Er stand in der Ecke rum und hat mit niemandem geredet. Und ist dann, glaube ich, zur Hintertür raus. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Magst du vielleicht mal gucken, ob er noch da ist? Würde es ja selbst machen, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Tut mir leid, dass ich dich wieder um Hilfe bitten muss. Gar kein Problem, Giano. Ich mach das gerne. Danke. Ui. Die Figur hat sich ja Pina gemacht. Diese Tradition ist wirklich sehr schön. Ich bin stolz auf dich, Peter. Pa. Ein paar du nur. Hast du Irma gekannt? Ja klar. Ich hab gern bei ihr gehalten auf meinem Postrundgang. Sie saß immer an ihrem Fenster und hatte neben sich einen Teller Kekse gestellt. Sie hat mir an kalten Tagen meinen Kaffee ausgeschenkt. So einen Kaffee würde ich mir jetzt wünschen. Du bist hier in der Bar. Das dürfte kein Problem sein. Irma. Ich kann nicht glauben, dass sie einfach so gestorben ist. Es ist so unfair. Wow, du bist hier. Tut mir leid für sie. Ich weiß, dass du ihr mal mochtest.
Wie geht's dir? Alles okay? Ja, schon in Ordnung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich auch. Auch wenn ich hier gerade noch ein wenig Stress habe. Für immer mache ich das aber sehr gerne. Bitte melde mit dich, wenn ich etwas für dich tun kann, okay? Hey, Finny. Du bist ja auch gekommen. Natürlich, ich habe mich wirklich in diese Stätte verliebt. Ich wusste nicht, dass heute eine Trauerfeier stattfindet. Und ich kannte diese Verstorbene nicht. Aber ich möchte der Feier dennoch beiwohnen. Giano freut sich sicher. Das hoffe ich auch. Mia hat nur schon Ted. Ted ist auch neu in der Stadt. Sie hat keine eigene Wohnung und wohnt derzeit im Hotelzimmer von Gilbert. Eigentlich könnte sie einfach dort wohnen bleiben. Das ist sicher nicht teuer und so oft wird es eh nicht gebucht. Apropos Buch, sie schreibt gerade ein eigenes Buch. Ich bin gespannt, was daraus wird. Eigenwerbung, ich auch. Thank you.